So, so ist besser. Willkommen zu Teil 2. Tut mir leid, ich musste einmal kurz abbrechen, weil mich das Navi genervt hat. Und das ist hier so eine Ecke, die kenne ich sowieso. Und ja, also man muss sagen, abends fahren ist im Dunkeln vor allen Dingen und sowas. Ist das Fahren einfach ehrlich gesagt doch viel entspannter. Warum die Kamera gerade so steht, weil es in Deutschland immer noch verboten ist, andere Fahrzeuge und das Recht Kennzeichen aufzunehmen. Deswegen habe ich die Kamera so stehen. Tut es ja schließlich auch. Der neben mir ist auf der Beschleunigungsspülung und spielt schon mit dem Gas. Geht mir auch schon wieder tierisch am Sender. Ich lasse den sowieso vorbeifahren. Der spielt jetzt darauf an, dass er mich ausbeschleunigen kann. Und ich werde hier ganz langsam anrollen lassen. Und da ist er hier schon weg. Meine Finger stinken irgendwie. Ja, genau. Das war eigentlich schon der Satz. Meine Finger stinken irgendwie. Oh ja, jetzt hat er richtig Stoff gegeben und ich bin gar nicht losgefahren. Und ich auch. Der Held vom Wichsfeld. Aber schöner Abend, die Sache ist, ich muss ja morgen früh auch wieder aufstehen. Das wird dann nicht so schön. Muss man sich mit arrangieren. Wir sind hier gerade in der 70er-Zone reingefahren und der Typ hat ja so Gas gegeben und ist dem Vordermann von mir so auf die Pelle gerückt, dass der jetzt Strich 50 fährt, obwohl er 70 ist. Wenn er dem so eine Stoßstange hängt. Solche Situationen finde ich immer wirklich lustig. Solche Situationen finde ich immer extrem witzig. Weil ich nicht betroffen bin. Ja? Die finde ich immer super, weil ich bin nicht betroffen und ich habe meine Ruhe. Ha! Du alter Wichser. Du. Ja, aber wirklich Strich 50. Ist egal, ich hab's dir eigentlich nach Hause. Wartet ja niemand auf mich. Oder? Außer vielleicht mal ein Bettchen. Und vielleicht noch. Weiß ich nicht, ein Brot oder so? Sollte ich mir noch ein Brot machen? Ja, ich glaube ja nicht. Ich glaube, Brot machen wollen wir nicht. Sortiert sie nicht. Spät essen, dann schläfst du wieder scheiße. Bin alt, ich kann mir das nicht mehr so erlauben. Morgen ist wieder ein anderer Tag. Ja. Bestimmt ein schöner Tag wird das morgen. Ich glaube ja nicht. Ja, aber wenigstens bin ich vor die Tür gekommen. Also mal was anderes als den üblichen Scheiß, den ich machen muss. Ja. Ich hatte euch heute auch, glaube ich, heute bei YouTube das Frikadellen-Video vorgestellt. Ja. War gut, aber irgendwie dadurch, dass ich die Frikadelle mit dem Eistee gepaart habe, habe ich seit heute Mittag ungefähr, ich glaube ja, das ist heute Mittag gewesen, habe ich ein Aufstoßen und das geht schon den ganzen Tag und ich werde es irgendwie nicht mehr los. Also bis vor einer halben Stunde hatte ich das. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja nervig. Das war ja, oh Junge, komm, hier ist auch 70, 40 muss doch nicht sein. Oh, komm schon, ey. Kannst du keine Schilder lesen? Oh. Mein Gott, das finde ich jetzt aber nicht so angenehm. Oh, wir haben die 50 erreicht. Mein Gott, ist das eine Beschleunigungsmaschine, dieses Auto. Wunderschön. Ja, 60 reicht dann. Tja, was soll ich sonst erzählen? Gibt's was Schönes? Bald ist E3, Xbox. Österreich hat seinen Kanzler rausgeschmissen. Für die Leute, die es nicht wissen oder nicht interessiert. Obwohl, die interessiert es dann jetzt immer noch nicht. ja. Die ganze Regierung ist da zur Neige gegangen, habe ich gehört. In Österreich. FPÖ und so, Strache-Skandal und so. Für die Leute, die es höchstwahrscheinlich wissen, aber die wissen dann wiederum an das andere auch. Jedenfalls habe ich heute Nachmittag noch das Vertrauensfrage gesehen. Tja, ist ja dann doch ein bisschen durchgerasselt. Ne? Ja. Ich habe mir dann heute Nachmittag gedacht, wo sich eine alte Bekannte von mir gemeldet hat, ob ich denn vorbeikommen will. Habe ich dann ja gesagt. Ne? Weil ja dann wieder mehr Verkehrsaufkommen. Da war noch ein Unfall und so ein Scheiß. Brauche ich euch auch nicht mit vollen Höhlen.
Fahr, Junge, ey. Rechts ist Gas. Alter, ey. Jedenfalls, ja. Wollte ich da so 1-2 Stunden sein oder was? Und irgendwie hat es dann ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist es 11 Uhr. Nein, ehrlich gesagt, lüge ich. Wir haben 10:45 gerade gehabt, wo ich die erste Aufnahme gemacht habe. Aber ich sag mal 11 Uhr, weil das runde ich mal so grob auf. Weil so um 11, kurz nach 11, wenn ich jetzt zu Hause ankomme, kommt das zweite Video auch in. Ich meine, weißt du, ich bin bei ein paar Klicks und Scheiße, guckt eh keiner. Da kann ich mehr oder weniger mein Handy auch als Seelsorger benutzen und das aufnehmen. Machen andere YouTuber auch nicht anders. Hier, Alter, 30, ja? 7 bis 17 Uhr. Wir fahren 30. Wenn ich den Typen auf der Landstraße, jetzt bremst der noch runter. Wenn ich den Typen auf der Landstraße vor mir habe, dann ist ein Problem. Da komme ich ja gar nicht nach Hause. Ah, Leute. Fantastisch, dieser Ausblick, den man nicht sehen kann. Ah, Junge, da, ja, siehst du das Schild? Siehst du das Schild? Jetzt drücke mal um Pin. Jetzt will ich aber mal Dampf sehen, hier eine Kette. Fährt der Schlangenlinie? Ja, ganz ehrlich, fährt der Schlangenlinie? Ist der besoffen oder was? Wir fahren noch nicht mal 60. Ah, Junge. Ja. Alter, das ist ja nicht mehr witzig. Die Leute hängen ja auch am Arsch, die doof, zwei Leute, ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja so gesehen nicht vorbei. Kannst vergessen. Weil ich habe immer wieder Gegenverkehr und Kurven mit dem ganzen hohen Gras hier und was. Du siehst hier nichts. Nein, Gott. Und dann habe ich so eine Träne vor mir. Der hat in einer Stunde bestimmt auch die 70. Oh nein, es geht die berghoch. Nein, ey. Ja, jetzt aber hier, der findet den vierten Gang nicht. Der findet den vierten Gang nicht. Jetzt hier ist aber umgegrenzt. Jetzt gibt ja Gas. Jetzt geht, jau, 65 haben wir schon. Oh, jetzt geht er ab hier. Ja, wieso bei uns so mich, du Idiot? Ich bin doch gar nicht das Problem. Wie lange willst du den überholen? Ja, so ein dämlicher Vollidiot, ich bin doch gar nicht das Problem hier. Der wird sich jetzt auch denken, was ist das denn für ein Asi? Der wird dich überholt. Ach, jetzt? Weißt du? Da überholen die mich und direkt vor mir ist doch die Tröte. Ey, Leute, ihr müsst doch mal ein bisschen gucken. Ehrlich, ey, solch Knaller, ey. Beim da hinten drauf. Wenn es knallt, fahre ich dann vorbei, ehrlich. So eine Kinderscheiße hier. Ja, ich fahre entspannt nach Hause. Wird er was essen oder so, aber. Nee. Hätte ein bisschen Sprit verrissen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt eigentlich auch nur nach Hause. Ein bisschen aufs Bett legen, ein bisschen Fernsehen. Reicht doch eigentlich, ne? Ah, jetzt überholt er den Corsa. Ah, jetzt. Der eigentliche Witz ist der Typ, der jetzt insgesamt, habe ich von hinten schon beobachtet, 5 Autos überholt hat. Ich schwöre dir, dass der an der nächsten Ampel direkt vor meiner Nase steht. Das schwöre ich dir. Weil das sind immer dieselben Vögel. Weil die fahren ja auch nicht wirklich schneller. Die fahren 5 km/h schneller als ich. Und an der nächsten Ampel stehen die sowieso vor. Wir überholen aber erstmal nur 20 Autos. Schon Knaller, ne? Ach ja, falls jetzt das Schild was vorbeikam, ne? Das gilt für die ganze Straße. Überholverbot. Nur mal so. Am Rande. Soll ich euch noch was Schönes erzählen? Ja? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich wüsste nichts. Ich wüsste gar nichts. Nö, ist schön. Ah, guck mal, wer da vorne da im Kreisverkehr steht. Genau der andere. Und der kommt da gerade nicht weiter, ne? Zufall. Ist doch super, oder?
Ach, und der Wind pfeift so ein bisschen rein, aber nur ein bisschen, damit man keinen Zug kriegt, ne? Und so. Fantastisch. Ah, der Kreisverkehr. Da kommt ein Laster. Komisch, die ganze Zeit nicht einmal was gesehen, weil die Strecke ist ja komplett übersichtlich. Und kaum kommt nicht in den Kreisverkehr, kommt ein Laster. Das ist ja nicht schön. So. Oh Gott, er fährt nicht in meine Spur. Oh, was ein Segen. Mein Gott, die alte Träne. So, scheiß dick ist deine Heimat. Jetzt will ich auch nach Hause. Ah, keiner mehr hinter mir, keiner mehr vor mir. Ah, ist das herrlich. Nur die breite, dunkle Straße, Dunkelheit nicht. Fantastisch. Die Hinfahrt war die absolute Hölle. Ich war nämlich unterwegs. Dann habe ich extra ohne Autobahn eingestellt, weil das absolut Hölle ist. Ja, beim Feierabendverkehr, dann noch das Kreuz da und das. Absolute Scheiße. Kannst du nicht fahren. Kannst du nicht vernünftig fahren. Ja, und die letzten 2 Kilometer lotst der Idiot mir auf die Autobahn und mehr oder weniger neben mir. Bei der laufenden Fahrt mit ungefähr 80 km/h scheppert das direkt neben mir und die knallen deine Sachen rein. Da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich noch einen Herzschlag gekriegt, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich wollte schon nach Hause fahren. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Nur immer, das sind jetzt hier noch 2 Kilometer, fährst du hin. War ich dann noch, bin ich also letztendlich dann noch froh drüber. Und ich hatte mal ja, was Positives. In der letzten Zeit. Es ist einfach zu lange her. Uah. Glücklich werde ich bestimmt auch irgendwann noch. Klar, bin ich jetzt ganz optimistisch, würde ich sagen. Ja, bin ich ja ganz optimistisch. Ah ja, das hält nicht lange an. Auf, solange es anhält. Ja, die Bremsen sind neu, ne? Geil, oder? Schon geil, wenn die Bremsen neu sind und die quietschen so, ne? Naja. Fantastisch, könnte man dazu sagen. Ah, ich kann mich hier gleich schon abmelden. Ein Minütchen oder was? Bin ich da? Ein bisschen 30er-Zone, fantastisch. Und ja, geht's nach Hause. Ich bin ein glücklicher Mensch, bis ich zu Hause bin. Ist das wieder vorbei? Tja. Ja. YouTube. Was wäre ich nur ohne YouTube? So ein dämliches Arschloch. Content, also ich habe ja schon gesagt, also Content werde ich mir gar nicht mehr bestellen oder so. Dann bringt es mir sowieso nichts. Also, wenn du jetzt, du musst mal berechnen, weil ich krieg ja keine Sachen bestellt. Ja? Ich kriege ja keine Sachen bestellt. Ich kriege ja auch in Sachen Hardware und jetzt hier Technik-Hardware und allem, ich krieg ja 0 und 0,0 Cent. Letztendlich kostet mich diese ganze Chose eigentlich nur Geld. Und ehrlich gesagt, bin ich es leid, irgendwie Sachen zu kaufen, auch wenn ich die nachher wieder verscherbeln kann und so. Aber mir irgendwelche Dinge anzulachen, die ich einfach nicht brauche. Weißt du? Oder Dinge, die ich dann immer so toll finde, die nach einer Woche dann rumliegen und ich damit nichts mehr anfangen kann. Das ist einfach nur, was ist das für eine himmelschreiende Scheiße? Hier ist ja alles vollgepackt. Passiert jetzt überhaupt rum? Ja, gerade so. So, ja, ich bedanke mich mal fürs Zusehen und haut mal rein. Ich glaube, ich gehe jetzt hier unten ins Bett. Oh, meine Beine. Oh, meine Rücken. Ich bin viel zu alt für den Scheiß, ey.